Ich habe mir gerade eben nochmal in Vorbereitung auf diese Folge die letzte Folge kurz angeschaut und habe dann gesehen, wie Beecher auf dem Platz auf einer Bank saß. Da müssen wir jetzt hin. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Wieder ein Schläfchen oder was? Oh Mann. Dani! 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 Da stand aber gerade, guck mal. Maximas Matanzas ist tot, verdammt! Radio Libertad ist tot! Wir waren das Sprachrohr der Revolution! Das Sprachrohr! Sprachrohr! Weißt du, was noch schlimmer ist? Die Flasche ist leer! Wie zum Teufel konnte das passieren? Du und ich, wir haben ein Date mit ein paar Cervezas. Und den Freunden der Cervezas. Und der Familie und Cousins. Mit jeder verdammten Flasche Cerveza auf dieser dummen Insel. Ich habe einen Plan. Hier sind noch ein paar Soldaten. Die haben noch etwas Alk. Aber die brauchen den nicht. Also, nicht so wie wir. Befreie die Cervezas, Danny! Wirkt irgendwie auf mich, als möchte er Hergnar kommen. Zwing mich nicht alleine zu trinken, Danny. Danny, trink mit mir! Du bist die Guerriera mit dem Cerveza. Ich bin der einsame Typ in Segunda. Scheiße, mach deine Leber bereit! Wir werden den kleinen Kerl durch die Mangel drehen! Pass auf! Bei der Bar in der Nähe. Mist, wir können nicht drüber gucken. Wir können auch nicht drüber springen und klettern. Ach so, hier geht's natürlich. Ist das hier gemeint? Nein. Vielleicht doch. Na, wir sind keine Leute mehr. Habe ich doch schon zerschossen bzw. aufnehmen wollen. Das ging nicht weg. Jetzt weiß ich warum. Das war's schon. Lennon, was denkst du denn? Das ist nur meine Allergie. Gut, was hast du gekriegt? Ach, vergiss es, ist mir egal. Michu, unsere Zukunft beginnt jetzt. Du bist ein Genie. Ziehen wir es durch. Prioritäten, Mann, das erinnert mich auch irgendwie voll an Herc. Wahrscheinlich wegen dieses Mann. Was ist das denn für eine Mission? Scheiße, jetzt merke ich es auch. Definitiv. Danny, hörst du das? Musik! Komm, Danny! Das ist jetzt zur Party. Ich höre Musik aus der Kirche. Das ist hoffentlich nicht langweilig. Spricht der gerade Diego? Scheiße, hat der Probleme. Es regnet. Ups. Was ist denn das dumme Ding?
ich einfach nur gerade auslaufe und dann die Linie nicht hält. Wenn Bicho tanzen soll, dann tanzt er nur zu seiner eigenen verdammten Musik. Wie die Sicht auf einmal wieder ganz klar ist. Sprich mit dem DJ. Hey, Daddy DJ. Lässt nicht mit sich reden. Hey, hast du einen Wunsch? Ja, kannst du das spielen? Das würde meinen Freund aufheitern. Na klar. Dass der die überhaupt mitbekommt. Ich tanze, verdammt! Jo, merkt man. Danny! Komm, trink mit mir! Trink mit Beecher, was soll schon schief gehen? Disculpe. Geht nicht. Geht doch. Ja, lecker. Oh, schon besten Show. Wo bist du, du kleiner Ficker mit der Ananasfrisur? Lass mich nicht allein hier draußen. Ananasfrisur. Hey, das können wir auch. Oh, scheiße. Telefon. Telefon. Hey, wo steckst du, Mann? Oh, Dani! Bicho, du komme Merda, wo bist du hin? Dani, hier ist ein echt großer Hund. Ist das eine Kuh? Wo hast du denn eine Kuh gefunden? Er ist echt nett, gibt ständig Küsschen. Bleib, wo du bist, ich komm dich suchen. Hör auf, böser Hund. Finde Bicho. Ich unterstütze euch, Gary. Das klang jetzt wieder ziemlich normal. Ich habe da eine Kuh. Habe ich da eine Kuh gehört? Ich habe ein paar Finkas westlich von Segunda gesehen. Was ist denn hier westlich? Treibt das jetzt mit einer Kuh? Einmal ist wieder geradeaus laufen, kein Problem. Und dann sollte man das doch einfach durchziehen. Kann Dani bitte mal was sagen? Irgendwie müsste mal jemanden anrempeln. Ob es jetzt auch wieder normal klingt. Hier ist aber keine Sau. Zugucken, ob was passiert oder wollen wir vielleicht vorher einschalten? Wir können gerade nicht einschalten. Das ist nämlich pfui. Könnt ihr bitte mal aufhören? Scheiße! Bicho! Scheiße. Ich sehe dich. Dani klingt wieder voll normal. Wir lenken ihn ab, komm raus. Zum Glück ist das ein Metallzaun und kein Holzzaun. Könnt ihr sich bitte mal beeilen? Oh,
Typ. Jesus, ich komm nicht. Kann man die streicheln? Müssen wir ihn da rauszerren? Von alleine kommt er offenbar nicht raus. Wow. Vieh. Leben nicht gleich fest. Oh, müssen wir da wirklich rein? Das ist gefährlich. Ich das hier einfach losrennt und. Na. Kann man da nicht drüber klettern? Folge ihm in die Stadt. Müssen wir ihn ernsthaft aufstellen? Bin getroffen! Ich bin getroffen! Schief. Du kannst weitermachen! Du hast mich gerettet! Oh nein! Kann man das Vieh umbringen? Eher nicht. Ja, nichts so cool, dass er so besoffen ist. Der hat ja überhaupt keine Lust, da rauszugehen. Ist hier abgeschlossen, sehr schön. Einfach nur leicht schmatzt, wir werden gar nicht umgestoßen oder so. Oh ja, hat jemand Respekt vor dem Hund. Wieso muss ich denn das Tier umbringen? Es kann auch nichts dafür. Ich denke mir Glück und es verheddert sich ja irgendwo. Kommen die Geier schon an. Ist der jetzt im Nebengehege gehangen? Jawohl, sehr schön. Dann können wir jetzt gehen, oder? Los, raus hier. Los, da geht's lang. Hallo. Typ? Was ist denn jetzt? Oh, ich gehe schon mal in die Stadt. Ich will nicht laufen. Vielleicht steckt er ja ein, wenn wir vorfahren. Wo fährt er denn hin? Hallo. Klein wenig besoffen, oder was? Direkt aus der Werkstatt. Pass gut auf das. Hier, einsteigen. Geh doch einfach. Rampampam. Jetzt steht er da blöd rum. Wie sollen wir ihm folgen, wenn er sich nicht bewegt? Nicht wieder zurück. Oh Mann. Diesmal habe ich mir nur ein ganz kleines bisschen in die Hose gemacht. Hey, wie bist du zur Guerilla gekommen? Ich glaube, jetzt geht's weiter. Also, Libertad, musstest du einen Test bestehen? Ja, Bicho. Man muss um 4 Uhr morgens für Clara aufstehen und Liegestütze machen. Was? Ja, 1000 Stück. Wenn du aufhörst, rasiert dir ihr Kumpel Juan den Arsch, bevor er dich versohlt. Und wenn du kotzt, dann musst du Mathe machen. Mathe machen? Mathe? Echt jetzt? Nie im Leben. Du verarschst mich doch. Du lügst. Seit wann willst du denn zu Guerilla? Ach egal, vergiss es.
Dani! Gell? Ich kann unser altes Graffiti nicht ansehen. Da fühlt sich mein Herz an wie ein Sackhundescheiße. Wir müssen was drüber machen. Los, Dani! Übertünche meinen Schmerz. Mein Traum von Radio Libertad ist nur noch ein gebrochenes Herz voller Häufchen. Da, tag den Scheiß. Taggen wir ihn mit was? Ich bin gespannt. Jetzt ist es versorgt. Fick dich, Castillo. Ernsthaft? Ich werde jede Plakatwand in Yara besprühen, 1 von 769. Das wäre meine Aufgabe. Eher geht's in der Geschichte nicht okay, weiter. Das waren jetzt alle. Wirklich? Ja. Wie viele hast du gemacht? Also, mindestens 100. Cool. Trinken? Dann, Bicho, mein kleines Zwiebelchen. Kommt. Zwiebelchen. Zeit für echten Guerilla-Scheiß. Komm mit. Oh nein, ist der wieder da. Wo kommst du denn her? Alles wird gut. Wenn man es einfach machen lässt. Danke. Danke. Jetzt haut er ab, hoffentlich für immer. Ich könnte ihn ja auch umbringen, aber warum? Der hat doch nichts getan. Alles wieder gut! Los, komm weg. Geh jetzt einfach, los. Gib Kette. Wenn das westlich war. Da? Dann ist da südlich. Ja, auf der Nordhalbkugel. Oh, was hat er denn jetzt schon gemacht? Ist er gestolpert oder was? Wiederbeleben. Du kannst weitermachen! Oh, danke! Was, rein da. Rein da. Du hast fast gefunden. Nein! Was ist das überhaupt? Folgt uns. Was ist denn jetzt? Wenn die Mission nicht so haken würde, so ist die schon ziemlich ätzend. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht. Im Folgenden befinden, also bewährte Praktiken der FND-Rekrutierung. Im Folgenden finden Sie die gängigsten Rekrutierungstaktiken. Denken Sie daran, dass der erste Eindruck ein entscheidender Moment für die Beurteilung ist. Fragen Sie sich, wird diese Person zuverlässig Befehle befolgen? Würde sie für die Regierung sterben? Erstens, Aggression. Selbstbewusstsein ist gut, aber achten Sie auch auf Bewerber mit geballten Fäusten und jene, die Blickkontakt meiden.
Aggressive Wehrpflichtige sind brauchbar und oft ideal. Werben Sie für den Lebensstil. Vermeiden Sie eine Auflistung des Grundgehalts. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Autorität und Macht, die Merkmale des Militärdienstes, die keine expliziten finanziellen Aspekte haben. Patriotismus, billig, einfach und funktioniert oft bei ländlichen oder ungebildeten Iranern. Appellieren Sie an das Pflichtgefühl. Die Entscheidung, sich zu verpflichten, wird das Land zwangsläufig verbessern. Finanzielle Notwendigkeit. Hüten Sie sich vor diesen Wehrpflichtigen. Jemand, der einen Job braucht, kann immer noch einen lästigen Moralkodex aufrechterhalten, der den FND-Anforderungen nicht entspricht. Gute Jagd, befreien Sie heute die Soldaten von morgen. Bereiten Sie heute die Soldaten von morgen vor. Hier sind wir richtig. Wir haben es gefunden. Das war kein wirkliches Büro, aber hier ist schon richtig. Hier steht immerhin was mit Rekrutierung. Geht's aber halt nirgendwo rein. Wenn wir den Scheiß, Bicho, lassen wir Segunda tanzen! Für Libertad! Da sind Flaschen. Spezialeinheiten der FND. Vertraulicher Bericht. Vertraulich. Zu Händen Kulturministerin Maria Marchesa. Betreff Aufenthaltort der Rapgruppe Maximus Matanzas. Talia Benividas, Paolo de la Vega, Bicho Duarte, vollständiger Name unbekannt. Gesucht wegen Terrorismus. Update. Es wird angenommen, dass sich die Ziele in der Provinz Balaceras befinden. Die Bodentruppen sind innerhalb von 24 Stunden vor Ort und haben Anweisungen, sie in Gewahrsam zu nehmen und vor Ort hinzurichten, falls sie feindlich gesinnt sind. Es wird angenommen, dass Bicho Duarte ein illegaler Einwanderer ist. Paolo de la Vega wurde als ehemaliger Militärangehöriger identifiziert und gilt als bewaffnet und gefährlich. Sein Vater ist Unteroffizier an der Akademie. Wenn er gesichtet wird, nähern sie sich ihm nicht. A. Torres, Kommandante der Spezialeinheiten Bareal. Die Flaschen sehen cool aus. Can you see? Ich werde Marias Büro umdekorieren. Moment. Es gibt ein Passwort? Oh, scheiße. 1, 2, 3, 4. Was, das hat geklappt? Dekorieren. Na gut, ein Feuer. Sollen wir wirklich ein Feuer legen? Fortschritt. Aber es ist doch gerade hier drin, da kann ich ja jetzt noch kein Feuer legen. Die Rache von Radio Libertad! Sieht so gar nicht nach ihm aus. Da fehlt irgendwas. Da! Ups, das war Diego. So viel Munition haben wir gar nicht. Wir leben noch! Anni, geht's auch ein bisschen leiser? Ich versuche mich zu konzentrieren. Boom! Headshot. Fast fertig. Fehlt nur noch das Feuer. Natürlich! Ja, hör dir das an! Herrlich! Talia! Paolo!
Ihr fehlt mir. Wir sollten gehen. Ich bin fertig mit dieser Stadt. Dann lass uns verschwinden. Das ist nicht fair, Mann. Das stimmt. Ist es nicht. Was denn? Du, ich meine dich. Sieh dich an. Wenn du irgendwas machen willst, legst du los und machst es. Die Leute sehen mich und denken, Versager. Sie sehen dich und dann, wow, die Göttin von Yara. Das ist nicht, was die Leute sehen. Doch, klar sehen die das. Nein, sie sehen das, mehr nicht. Aber das ist okay für mich. Ja, weil du krass drauf bist. Fortunas Nummer 1. Weißt du, vor Libertad hatte ich 2 beste Freunde. So wie dich. Lita scherzte immer, dass wir für den Rest von Yara nichts als Nummern sind. Ich war die glückliche Weise 13 in der Schule für die Verlorenen in Esperanza. Danach war ich Kadettin 2683. Dann verpflichtete 0418 für den Wiederaufbau von Castillos Paradies. Als Lita starb, nannte sie mich Fortunas Nummer 1. Und ich, Idiotin, dachte, immer noch nur eine Nummer, Dani. Ein Niemand. Ich hatte nicht zugehört. Sie wusste, dass ich immer noch die Person werden könnte, die ich sein wollte. Sie wollte nicht, dass ich das vergeude, sondern handle. Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Ich bin keine Nummer. Und keine Scheißkanone. Ich bin Teil der Guerilla. Genau wie du. Ich benutze die hier. Und du? Du benutzt das, hm? Könnte ich nicht auch so ein cooler Waffentyp sein? Schöne Aussicht. Flaschenkinder. Das Ende war jetzt das Beste an der ganzen Mission. Die Hakelei hat mich einfach genervt. Ron. Talisman. Hey, wie steht's bei dir? Also, Paolo ist weg, Bicho ist eine Heulsuse und Talia ist das reinste Chaos. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Maximas Matanzas ist nicht zu retten. Ich gehe nochmal zu ihrem Lager, um mit Talia zu sprechen. Gib sie noch nicht auf, Clara. Deine Entscheidung. Das ist aber echt ein wilder Haufen. Stellt euch mal die ganzen Zwischensequenzen, oder dass sie eben fehlen würden, in Far Cry 5 oder New Dawn vor. Mit einem Charakter, der einfach nichts sagt. Da fehlt einfach so viel. Was bist du denn für eine Rin? Zuvor abgeschlossen. Ich kann mich gar nicht mehr an das Rennen erinnern. Kommt die Erinnerung gleich nochmal hoch? Zuvor abgeschlossen. Ach, Coco? Aber an die Strecke kann ich mich sogar nicht mehr erinnern. Oh oh. Ich will aussteigen. Weil hier können wir dann gleich weiterfahren. Ich meine, das Rennen hatten wir noch nicht sofort abgeschlossen. Natürlich gibt es hier keine Karte. Ja, am Platz hatten wir doch schon eins, dann... Vielleicht zeige ich beim Ziel wieder, aha. Also langsam dämmert was.
weg da. Kann die Uhrzeit nicht irgendwo in der Ecke wandern? Die ist mir viel zu präsent in der Mitte. Wie sieht aus? Verkünstelt. Na, oh, der Randstein hat uns einen gegeben. Oh. Hier wäre noch ein Helikopter, den wir mitnehmen können, um zu Talia zu fliegen. Ah, kommt bekannt vor. Aua, aua! Inoffizielles Taxi. Aber jetzt bekommen wir noch Belohnung. Das mit dem Geld fürs Wiederabschließen, okay, aber nochmal ein Talisman. Wir nehmen jetzt deinen Helikopter mit, ja. Meinetwegen können wir dir was da lassen. Bitteschön. Maximus Malatanzas Palaceras, unserem Leichtrechten. Wehe, uns trifft jetzt jemand mit einem Raketenwerfer, dann gibt's aber richtig Ärger. Und das verstehe ich halt nicht. Warum kann man das nicht zum Beispiel auf einem Pferd machen? Weiter geradeaus fliegen und sich umschauen. Pferd würden wir jetzt mit der rechten Maustaste, geht das umschauen, würden wir uns jetzt eine Waffe ziehen. Ich kenn's von Battlefield 4 zum Beispiel so, da bist du im Jet und dann kannst du mit gedrückter Alt-Taste jetzt anfangen, dich umzusehen. Wir werden gleich wieder umplatziert auf dem Fluglandeplatz. Nee? Ist wohl zu groß, das Ding. Wir brauchen auf jeden Fall neue Munition. Marias Rumpfabrik angegriffen, ihre Plakate zerstört. Und die zuckt nicht mal mit ihren falschen Wimpern. Währenddessen ist Maximus Matanzas tot und ich setze hier im Sumpf fest. Wir haben echtes Blut vergossen, Danny. Und Marquesa hat nicht mal einen Kratzer. Scheiße. Ich werde ihr die Wahrheit direkt ins Gesicht sagen. Marquesa veranstaltet ein PR-Event, eine Tour für ausländische Journalisten. Wenn du uns Ausweise besorgen kannst, gebe ich ihr eine exklusive Performance vor der ganzen Welt. Dann werden sie die Wahrheit hören.
Wörter wie Kugeln. Finde eine Möglichkeit, mir ein Gespräch unter vier Augen mit Maria zu beschaffen. Ich habe etwas wirklich Besonderes für Maria geplant. Eine Show, die sie niemals vergessen wird. Wir müssen uns dringend unter vier Augen unterhalten. Sie veranstaltet eine Viviro-Pressetour und ich brauche deine Hilfe, um da reinzukommen. Sprengen wir Marquesas Show! Hi. Hey. Handschriftlicher Plan. Flüge nach Miami Montag 7 Uhr, Freitag 22 Uhr. Nur 20 Plätze B kontaktieren, um einen zu kriegen. Was schulde ich B? Bicho? Free Speech Records. Javier's Cousin ist Produzent. Brauche Demo. Talia muss was schreiben. Talia und Paolo haben eine echte Hassliebe am Laufen. In ihrem Fernsehstudio noch mal sehen. Suchen. Schwimmen. Oh nein. Ich denke, das haben sie gemacht, damit man einfach seine Ausrüstung sehen kann. Aber das sieht man ja in Zwischensequenzen. Das würde mir auch voll ausreichen. Nein, nicht die Vögel schnitzeln. Schöner Wasserfall. Generell mal wieder eine sehr schöne Gegend. Noch ganz anders als die zuvor. Das ist das Fernsehstudio, die Basis haben wir schon eingenommen. Aber warum muss man oder kann man sich noch einschleusen, denn im Grunde gehört das ja uns. Wird doch keiner mehr von denen sein können. Wir haben sie auch schon getaggt. Sagen wir machen das einfach der Vollständigkeit halber dann einfach in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.